Da es ein Seitenspike ist, würde ich sagen erst Eis, aber jetzt muss ich noch mal gucken. Wir können erst hier noch einen Schatz nachholen. Genau. Der war entweder hier oder im nächsten. Einem von den beiden. Auf jeden Fall können wir jetzt ein paar versteckte Sachen erkunden. Na komm. Diese Flamme hält leider immer nur sehr kurz. So. Aber gut. Zumindest hat er überhaupt eine Feuerfähigkeit. Doink. Da in der Mitte wieder hochkommen wir jetzt dadurch auch. Komm her. Plunk. Oh, das hier ist doch viel interessanter. Komm, wir nehmen hier dran. Ha. Extra Herzen. So. Schaffen wir es mal, 10 Leben zu sammeln und sie zu halten. Mal schauen. Das schauen wir mal, ob dich was wird. Bei dem Eislevel kann es sehr gut sein, dass mir sehr oft was an Leben flöten geht, weil die Eisflächen, die rutschigen Geschichten, das ist sehr fies. Wink. So, da können wir jetzt Münzen sammeln. Und kommen dann auch hier rein. Ist das Feuer wichtig? Nee, komm, das geht auch so. Ein Megaherz. Yo, 3 Leben auf einmal. Dabei haben wir zumindest das schon mal erfüllt. Jetzt müssen wir es nur noch schaffen, nicht mehr unter 10 Leben zu fallen. Hust. Doink. Her damit. Kein Game Over. Ist auf jeden Fall auch schon mal was. Ja, er hat uns ja schon gezeigt, wie das geht. Das muss er nicht nochmal. So. Nein, dann war der andere Level mit dem Schatz. Jo, Wario, einmal rüber. Nochmal rüber. Na? Es sammelt sich. Dann war das nicht der hier. Dann war hier der Schatz. Komm her. So. Boing. Ja, ja, da ist jetzt auch die Tür. Für den Schatz. Nur den Schlüssel müssen wir erst noch finden. Ja. Mit dem Stierkopf kriegen wir den natürlich nicht auf. So. Deswegen. Aber unter Wasser ist das Feuer nicht so stark. So. Da ist er. Hep. Hep. Au. Sesam, öffne dich. Uppa. Schatz A. B, C, D. Oh, ob wir den noch finden? Mal schauen. Ich weiß, wie gesagt, echt nicht, wo der Eisberg einsortiert ist. So, lückenlose Schatzchronik. Zack.
schließen wir den Level noch ab. Damit das gespeichert wird. Ah, nein. Mann, immer dann, wenn ich denke, es passt. Naja, zumindest geizt es nicht mit extra Herzen. Gib her. So. Den Schatz haben wir ja schon. Na, Zwischenspeicher brauchen wir nicht. Unbedingt. Das sollte ja nicht mehr so weit sein. Der Rest. So. Ja, da sind wir das letzte Mal schon drin gewesen. Pui. Hui. Hier konnte man runter, glaube ich. Ja, hier. Ja, da kommt man doch wieder hoch. Hier ist doch auch noch irgendwas versteckt. Da. Wink. Gib her. Da ist der eine, den wir gerade runtergeschubst haben. Wink. Der fühlt sich wohl da. So. Der fühlt sich wohl da unten drin. So, und jetzt können wir auch da hoch. An der einen Stelle. Hopp. So. Dann haben wir auch beide Alternativen, also haben wir auch beide Ausgänge hier genommen. Am Strand. Ja, komm, 1000 schaffen wir. Tada! Level 6. Haben wir schon wo vergessen? Ein Level? Nein, sie haben sich nicht verzählt. Level 6 ist hier. Oh nein. Ach, das war dieser Speziallevel mit diesen Viechern. Das war ein Münzsammel-Level. Ja, das war ein Farming-Level. Stimmt, ja, sowas gab's auch. So wie die Fire Zone. Gab's den hier. Aber das müssen wir jetzt nicht unbedingt. Teufel, komm raus jetzt machen. Schauen wir erstmal weiter. Komm. Bring uns näher an die 1000. Thank you. So, damit haben wir den auch abgeschlossen. Der müsste dann also in der Chronik so zielen. So. Dann sind wir fertig mit Rice Beach. Och, wir müssen den Zugang zum... Den Zugang zum Eisberg müssen wir nochmal laufen, oder was? Nee, den können wir hier machen. Okay. Da bringe ich den hinter mich. Sherbetland. Super cooles Design. Nette Gegner. Cooles Theme. Aber so fies. Aber ich glaube, wenn ich den gemacht habe, habe ich keinen Bock mehr. Dann brauche ich eine Pause. Doink. Wir fangen natürlich oben an. Oben auf dem Eisberg. Boing. Dong. Manche fallen runter, manche nicht. Das ist fies. Nein. Das war knapp. Die fallen garantiert runter. Danke, Vogel. Für den Boost. Ui.
Danke. Feuerblume. Ja, gut. Könnte nützlich sein. Beziehungsweise Drachenhut. Ich hasse Level, wo einem der Boden unter den Füßen runterfällt. Zumindest haben wir nochmal ein Leben bekommen. Das können wir ja auch so machen. Doi. Vorsichtig. Wird wahrscheinlich nur Leben oder so sein. Also nichts Wichtiges. Nein, ich wollte auf der... Ich wollte den Boost von dem nutzen und dann wieder so schön elegant darüber. Hat nicht geklappt. Autsch. Gut, dass wir gespeichert haben. Nein, du klaust mir nicht meinen Drachenhut. Tötet euch gegenseitig. Das dürft ihr gerne tun. So. So, oder? Komm mal wieder an die Stelle. Boing. Und diesmal nicht wieder von dem Vogel durcheinander bringen lassen. Verdammt. Nein. Oh. Nein, nein, nein. Oh, ich habe gedrückt. Aber das zählte nicht mehr für den Knopf. Er war mit seinem Fuß schon so weit drüben, dass er das nicht mehr zum Absprung genutzt hat. Nein. Ich bin so schön über 10 Leben. Mann. Was mache ich denn? Also komm. Der Millimeter, mein Fuß war doch fast drauf. Naja, gut. Zack. Und tschüss. Und tschüss. So. Wir kriegen ja wieder neu. So. Ja, die waren teilweise echt fies. So. Die Level. Hier kann man halt super stehen bleiben. Dann den Vogel töten. Aber hier... Ja. Nein! Ich hätte den Jump... Ich hätte den Boost von ihm gebraucht gerade. Ah. Den Jump-Hüpf-Boost. Meine Leben, sie schwinden. Ups. Nein. Ups. Naja, gut. Auch so. Geht auch. Oh, zack. Und du, gib mir das Herz. What? Mein Feuer hat ihn doch wohl zuerst berührt. Also echt jetzt. Ich komme noch nicht mal aus dem ersten Level von Sherbetland rüber. Auf den wirklich fiesen Bereich. Mit den Eisschollen bin ich noch gar nicht. Bin noch nicht im fiesen Bereich mit den Eisschollen und kack schon so ab. So. Meine Güte.
Waren hier nicht zwei? Na gut. Doing. Doing. So. Genau, den brauchen wir dafür. Sonst schafft man den Hopster nicht. Das war Absicht da. Der Vogel. Tötet euch gegenseitig. Da, der Sprungknopf. Das funktioniert wieder nicht so, wie ich das will. So. Weit zum Ende sollte es aber nicht mehr sein. Da wird es schon langsam kalt. Oh. Da, hoho, genau das ist das mit den Eisschollen. Das Rutschen. Autsch. So, habe ich doch noch geschafft. Mann, das hat mich jetzt geärgert. Das Eisschollenland. Sieht fast aus wie ein Gesicht. Fällt mir mal so auf. So zwei schwarze Augen und dann so einen riesengroßen Mund. So. Boing. Mal gleich wieder ein Leben. Hehehe. Nein, aua. Weil ich weiterfalle. Langsam fallen. Kann man bei irgendeinem der Durchgänge eigentlich... Nee, ich will es nicht riskieren. Garantiert, aber... Oh, wieder groß werden. Sehr schön. Eingefrorene Gegner und so. Der Igel, der fährt seine Stacheln aus. Der ist wie die eine Ameise. Nix, böb. Das hat schon geklappt. Hat doch schon geklappt. Na? So. Ah. Haben wir unsere 10 Leben verloren. Holen wir sie wieder auf. Und doch noch getroffen. Einen Moment habe ich gefürchtet, es trifft nicht. Oh, Fließbänder. Hier gab es auch irgendwo was versteckt, aber ich weiß nicht mehr wo. Irgendwo ganz besonders fies. Hallo, Kollege. An dir gehen wir mal ganz fix vorbei. Zwischenspeicher. Nehmen wir mal. Nicht, dass wir wieder so scheitern wie eben. Level 1. Hui. Uiuiui. Ja, hier müssen wir erst noch was ändern. Logisch. Da fehlt uns ein Schalter. Ja, schmeißt du deinen Bumerang? Ist okay. Ich sammle da schon mal die Münzen. Und gehe an euch vorbei. Legen wir den Schalter um. Zack. Und dann können wir das jetzt tun. So. Na, also komm. Stopp. Gib mir deine Münze. Dong. Bin dagegen gerutscht. So, passt. Sherbetland. Level 2 überlebt. 1000 Münzen. Und ja, das sieht natürlich noch eisscholliger aus als vorher, das Symbol. Ach, gut, ja. Aber mit einem Schlüssel kann man zumindest töten. Zack. Wenn wir nur noch finden, wo der Schlüssel hingehört.
nicht geklappt. Au! So, jetzt. Wo war das hier? Wir kriegen den Schlüssel, aber kein Hinweis. Oh. Müssen wir jetzt wohl eine Weile mitschleppen. Kann natürlich aber auch sein, dass es hier war. Ach so. Nope. Ach Gott, wie weit müssen wir den Schlüssel mitschleppen? Stopp. Da. Könnte sein, dass es hier war. Da ist alles drauf. Wir haben es geschafft. Aber wir müssen den Weg auch wieder zurückfinden. Schatz, D? Ach, der Eisberg kommt tatsächlich vor der Lavawelt. Von den Schätzen her. Also passt. Lückenlose Schatzchronik. Passt. Nein, was mache ich? Ich glaube, spring zu kurz. Zählt der Schatz damit als verloren? Nein. Wir haben ihn noch. Au. Ich wollte deinen Kollegen gegen dich werfen. Hat nicht so ganz funktioniert. Nein, der Schlüssel taucht nicht mehr auf. Das heißt, der Schatz ist in der Tasche. Au. Zu kurz gesprungen. Das heißt, wir müssen aber auch nicht mehr darauf achten. Komm her. Nein! Ah, ich wollte so geschickt springen. Nein! Ich wollte so geschickt mit dem da hochspringen, dass ich einen Kollegen damit abschmeißen kann, aber das hat nicht ganz funktioniert. Nein. So. Lass das. Zack. Bevor der anfängt, eine Kugel zu werfen. Wird er eliminiert. So. Neues Leben. Das brauchen wir nicht mehr kümmern. Boing. Au. Und statt ihn auf seinen Kopf zu treffen, laufe ich ihm in seinen Bauch. Au, das war doof. Die Münzen kümmere ich mich jetzt nicht unbedingt. Ich hoffe, wir kriegen noch genug für später. Hep. Verzieh dich. So. Na komm. Können wir noch eine Münze rausholen. 3 fehlen uns noch. Ich weiß nicht auswendig echt, welche. An welchen wir halt eben was brauchen und wo nicht. Das ist der Zwischenspeicher. Aber dann müssen sie ja mindestens 10 Münzen gewährleisten danach. Kann schlecht bis dahin schon 20 haben. Oh, da oben ist es. Aber da oben sind auch Münzen. Also. Jetzt haben wir 10. So. Jetzt müssen wir hier wieder einen Schalter finden. Der wird wohl hier drin sein. Was gibt's hier? Feuerkopf. Gib her. So. Na, Allah. Dann kriegt man auch die Münzen und dann hat man natürlich auch die 10. Die Enten wären auch mit hochgekommen, aber die haben wir ja eben schon getötet, also. Nein, 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 nein. In die Tür rein. Nicht dran vorbei, bitte. Hei, 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 hei.
So. Wie viele Level hattest du? Es könnte noch nicht der Boss sein. Kurs 19. Moment. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir vermissen gerade was. Nee, Moment doch. Gab es hier ein Geheimlevel? Oh Gott, ich bin mir nicht mehr so sicher. Nein! Nimm das Ding weg. Blöder Pelikan. Ich habe ein paar von euch vorhin Pinguine genannt, aber eigentlich seid ihr Pelikane. Geheimtür. Extra fette 100 Münzen. Nehmen wir gern. Gluck. Nein, du spuckst keine Mine. Danke. Weg mit dem Igel. Und weg mit dem... Wir sind ja hier nicht bei Sonic the Hedgehog, sondern bei Wario Land. So. Hier damit. Herzen. Nein. Ah, ich wollte den einen mit dem anderen abwerfen. Ah, passt nicht. Verdammt. Vielleicht, wenn ich von hier werfe? Ah, wenn ich von da werfe, passt's. Wieder ein neuer Helm. Alle Helme durch. Oh, daran erinnere ich mich noch so ein bisschen. Gott, ist das lang her. Die Stelle mochte ich eigentlich, ausnahmsweise. Von der ganzen Welt. Was? Oh, ich habe den doch noch gar nicht berührt. Na gut. Naja, wir haben gleich wieder ein neues Leben, also... Sollte es brenzlig werden? Zwischenspeicher. Bei so vielen Münzen, wie wir haben. Ja, komm. Schon irgendwie cool, wenn man halt diese Pfähle auch durch die Eisblöcke sieht. So. Was ist da drin? Herz. Haben wir ja auch fast schon wieder. Ne, hier durchschwimmen mochte ich eigentlich immer ganz gerne. Nur die rutschigen Eisschollenpartien, das war nicht... nie so meins. Was? Also komm, das wäre eigentlich ein Rempler gewesen. Erzieh dich. Ah nein, Schneemann. Zu spät gesprungen. Zu spät gesprungen. Ich hab's kommen sehen. So. Sind halt die geilen 100 Münzen weg. Naja. Wir kriegen so noch genug. Na komm. Ich hab vergessen, das Herz da rauszuholen. So. Jetzt passt's. Tür. So. Und tschüss. Vorbei am Schneemann. Der Boxpinguin. Ja, ja, jetzt macht er so Sachen. Fühlt sich sicher damit. Hat aber nicht lange gehalten, dein Helm. Gell? Da. Jetzt stehst du nur so dumm an der Wand.
Ja, ein bisschen näher, sonst falle ich von der Eisscholle. Das fände ich doof. Hier regnet's Leben. Okay. Aber da war so eine Tür. Das war kein Endboss. Echt jetzt? Bei den anderen Leveln gab es keine Türen. Bei den anderen Leveln gab es keine solchen Türen. Außerdem habe ich irgendwie das Gefühl, wir sind da ja an der einen Stelle durch die Tür gegangen, dass ich da was verpasse. Also ich gehe jetzt mal da nicht durch die Tür, sondern gehe weiter. Dass es da noch eine alternative Stelle gibt. Aber okay, jetzt müssen wir uns im Leben erstmal keine Sorgen mehr machen. Nach den ganzen Leben, die wir gerade gekriegt haben. Die Bosse kann man halt eben nicht nochmal machen. Genau, wir sind da durch die Tür gegangen, statt hier weiterzugehen. Oder? Ich bin mir gerade sicher, dass ich da... Oder war das nur 100 Münzen? War das die 100-Münzen-Tür oder eine andere Tür? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Das war die 100-Münzen-Tür. Also war es doch keine Abzweigung. Da rein. Kann natürlich sein, dass es doch keine Abzweigung gab. Wir haben hier gerade Deutsche. Das kann sein. Daneben. Das hat geklappt. Zack. Na gut, dann haben wir halt eben nochmal extra 100 Münzen gesammelt. Auch okay. Brauchen wir jetzt hier auch nicht ganz so pingelig sein. Nee, doch, hier. Das war die Zwischenspeichertür. Ja, ich bin doof. Okay, ich glaube, ich werde doch lasermüde. Das war die Zwischenspeichertür. Die ist natürlich nicht mehr nötig. Den Boss haben wir. Na komm. Na? Dreh dich um. Oder auch nicht. Du hast dich zu langsam umgedreht, Kollege. Schön. Der Schneemann. Verzieh dich. Wir können jetzt einfach an dir vorbei, an die Tür. Okay. Du bist ein Ausnahmeboss. Warum? Alla gut. Aber das waren auch schon wieder drei Welten in zwei. Ja, okay. Ich habe vorher noch Super Mario Land 2 gespielt. Aber drei Welten in 2 Stunden ist doch gar nicht so schlecht. 4 Schätze gefunden. Monty Pot. Ah, die Lava-Welt, die wäre jetzt die nächste, ne? Jo, Stove Canyon. Ah, ich glaube, ich mache dann doch Schluss. Werd jetzt langsam schon gaga, wo es Geheimtüren gibt und wo nicht. Hoppala, nicht meine Kopfhörer rausreißen. Das Spiel speichert automatisch. Normalerweise. So. Für den Sicherheitsfall, dass es das nicht tut, habe ich mal Safe State gemacht. Ah, ich dachte, man kann ein extra Menü aufrufen, wenn ich Start drücke. Das war natürlich doof. Pausenmenü gibt's. Ich werde da mal aufhören. Jawohl. Bin auch ganz gut vorangekommen.
Wie viele Welten sind denn das noch? Wir haben auf jeden Fall das Schloss. Irgendwas Bergiges war da noch. Da weiß ich noch, da gab es Geheimlevel. Also mit der hier auf jeden Fall noch mal 3 zusammen. Und ich glaube noch eine Welt. Bin mir jetzt aber nicht mehr ganz so sicher. Wie viele? Ich glaube, ich gucke mal auf meinem alten Spiel, ob da... Das war noch gespeichert, stimmt. Weil da nämlich mein 100% Safe Game noch drauf ist. Gucke ich da noch mal über die Karte. Ob ich auch vielleicht irgendwelche Geheimlevel schon wieder verpasst habe. Hust. Ich bin für heute erstmal wieder weg. Und ich sehe euch morgen... übermorgen, ansonsten nächste Woche wieder, ne? Ciao, ciao.